Ja, wir leben in einer verkehrten Zeit. Es ist keine 3 Wochen her, als ein mittelständisches Unternehmen in Fürth in Bayern, einem internationalen Vergleich wirklich mittelständischer Betrieb, über die Medien bekannt gegeben hat, dass er finanziell nicht mehr in der Lage ist, seinen dicken Firmenprospekt drucken zu lassen. Nun, in den vergangenen Jahrzehnten wäre es wahrscheinlich für die Geschäftsleitung etwas peinlich gewesen, wenn man nicht mehr in der Lage ist, seine Prospekte drucken zu können. Auch für die Medien wäre es in den vergangenen Jahrzehnten vermutlich keine Meldung wert gewesen. Aber in diesem Fall lief es ganz anders. Es war der 18. Juni, als der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer zu einer Sondersitzung einlud, in die Staatskanzlei und sein Kabinett abends zusammentrommelte, und im Ergebnis dieser Krisensitzung wurde tatsächlich mitgeteilt, die Politik will helfen. Die FAZ schreibt ganz trocken, das insolvente Versandhaus Quelle erhält einen Massekredit über 50 Millionen Euro. Die Hälfte davon, nämlich 25 Millionen Euro, kommt direkt von der KfW Mittelstandsbank. Und es dauerte ja nur wenige Stunden. Am Folgetag posierte Horst Seehofer vor dem Blitzlichtgewitter mit dem neuesten, noch etwas simulierten Herbst-Winter-Katalog von Quelle. Allein schon mal die Tatsache, dass hier ein Pleiteunternehmen so massiv Unterstützung erfährt, und auch die Tatsache, dass ein Ministerpräsident sich für ein einzelnes Unternehmen so stark macht, das geht ja ein bisschen zum Product Placement, ich meine, auch so kann man es mal als Konkurrent natürlich sehen. Das ist die Zeit, aus der wir auch bei so einer Veranstaltung Lehren ziehen sollten. Wenn das Geschäft jetzt so funktioniert, dürfen wir natürlich nicht über weitere Wochen immer nur erstaunt zugucken, wie die anderen das machen, sondern man muss natürlich mal diese Strategie analysieren und die so langsam selbst anwenden. Denn wir wollen ja alle nicht zu den Neckermännern dieser Welt zählen, die nämlich leer ausgehen. Es ist ja nun wirklich nicht so, dass durch diese Hilfe, durch diese staatlichen Eingriffe nichts passieren würde. Natürlich ist das eine Wettbewerbsverzerrung pur. Und es ist auch gut so, dass ich heute nicht als Ordnungspolitiker vor Ihnen sprechen muss, sondern eben als Lobbyist von den Firmen, die eben KfW-Kredite haben wollen, die keinen Wettbewerbsnachteil mittlerweile, Sie sehen es ja hier vorne, ja, die keinen Wettbewerbsnachteil mittlerweile haben wollen, nur weil sie eben keine Staatskredite erhalten haben. Ich will die Krise auch nicht bejammern, sondern ich will Ihnen Instrumente aufzeigen, mit denen Sie selbst eben auch an diese staatlichen Bürgschaften und Kreditprogramme herankommen. Bayern bietet wunderschön den bayerischen Mittelstandsschirm an, mit einem super Kreditprogramm momentan, diesem Akutkredit. Da kriegt jeder, der einen Antrag stellt und der in diese Zielgruppe reinzählt, 1,6 Millionen Euro Kredit, in der Regel in der Kombination mit einer Bürgschaft der Bayerischen Bürgschaftsbank zur Absicherung. Aber die Politik beim Wort. Die Politik hilft momentan. Warten Sie nicht, bis Ihr Konkurrent mit einem Staatskredit in der Tagespresse abgelichtet wird. Gehen Sie selbst aktiv auf die Politik zu. Ich helfe Ihnen auch gerne dabei. Herzlichen Dank.